Herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Treffpunkt Murtal. Ich freue mich, dass ich Sie in dieser Woche wieder begrüßen darf. Wir haben wieder viele interessante Berichte für Sie zusammengestellt. Nach einem kurzen Spot geht's los. Gute Unterhaltung bei den folgenden Beiträgen wünscht Ihnen Let's Do It. Wusstest du, dass sich unsere Mitarbeiter nicht verstecken, wenn du eine Frage hast? Wir wissen, worauf es ankommt. Denn ich und meine Kollegen bei Let's Do It kennen uns wirklich aus und haben zum besten Werkzeug auch die beste Beratung. Let's Do It, dein Fachmarkt für Werkzeug und Garten. Das Judenburger und das Spielberger Kulturprogramm, das haben wir Ihnen bereits vorgestellt. Aber auch in Knittelfeld stehen einige kulturelle Highlights an. Von vielen lang ersehnt ist es jetzt endlich da. Das Knittelfelder Kulturprogramm für die Herbst-Wintersaison. Da ist wirklich für jeden was mit dabei. Ja, wir haben versucht, das Best-of zu machen im Kulturhaus mit einfach hochwertigen Konzerten und hochwertigen Vorstellungen. Ist, glaube ich, ein schönes Programm geworden, ein rundes Programm und ich freue mich, wenn viele Leute kommen zu uns. Es ist wirklich ein bunter Reigen, ein sehr breit gefächertes, hochkarätiges Programm ist uns gelungen, glaube ich. Die Herausforderungen waren einfach in diesen schwierigen Zeiten etwas auf die Beine zu stellen und auch die Planungssicherheit ist natürlich in diesen Zeiten sehr ungewiss. Aber wir freuen uns auf ein tolles Programm. Also unser Kulturhaus ist wirklich eine Top-Adresse für die verschiedensten Veranstaltungen und wir freuen uns auf zahlreichen Besuch und auf einen guten Saisonstart. Kabarett, Theater, Jazz, Musical und. Jeder Kulturgeschmack wird hier auf seine Kosten kommen. Wir starten jetzt mit dem Kabarett mit der Isabella Woltrich, dann geht es weiter mit Theater. Dann haben wir eine tolle Musical-Show, eine Mitreisende vom West End zum Broadway. Dann geht es weiter, ein ganz besonderes Konzert wird auch das Konzert Miserere in der Stadtpfarrkirche werden. Ein ganz besonderes Konzert wird es auch mit dem Covergirl sein, die mit viel Witz, Charme und Koketterie uns in die schwungvollen 20er Jahre versetzen werden. Dann ein heißer Tipp sind auch die Top-Blechartisten von der Gruppe Mnozil Brass, die mit ihren virtuosen Konzerten immer für Begeisterung sorgen. Das sind nur einige der vielen kulturellen Highlights in Knittelfeld. Für alle, die es jetzt gar nicht abwarten können, Tickets zu kaufen oder sich für die ein oder andere Veranstaltung näher interessieren. Die Karten gibt es bei uns im Kulturhaus zu kaufen, telefonisch vorreservieren oder herkommen. Man kann auch vor Ort noch kaufen, kommt darauf an, wie ausverkauft die dann eben schon sind. Und auf der Homepage der Knittelfelder Stadtgemeinde ist das ganze Programm auch zu finden. Adresse der Website knittelfeld.gv.at. Das Projekt Gesunder Lebenstraum Judenburg ist in vollem Gange. Die Stadtgemeinde setzt ein neues Entwicklungskonzept um, in dem die Gesundheit gefördert werden soll. Und auch der Murwald soll als gesunder Lebensraum genutzt werden. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Nicht nur im Bereich der körperlichen, sondern auch für die psychische Gesundheit gibt es vorbeugende und gesundheitsfördernde Maßnahmen. Die Stadtgemeinde Judenburg will mit dem Projekt Gesunder Lebenstraum genau solche Maßnahmen setzen. Für uns, für die Umwelt, für die Nachbarn, für unsere Umgebung. Es heißt so schön, wenn alle glücklich sind, dann gibt es eigentlich kein Unglück. Und das ist irgendwo so ein Ziel, wo man hin will. Die Leute in die Natur bringen, Bewegung machen. Aber natürlich auch, das ist ein Nebeneffekt, dass wir versuchen, die Leute, die immer mehr Leute suchen, Erholung in der Natur. Und die wollen wir auch zum Teil in geordnete Bahnen bringen. Die Natur, vor allem der Murwald und die Mur, sollen belebt und künftig stärker als gesunder Lebensraum genutzt werden. Die Judenburger Schüler haben an den Ideen für das Murwald-Projekt mitgearbeitet. Und so ist die Idee entstanden, dass man neben dem Motorikpark auch eine Lehrpfade schafft, dass man die Mur natürlich mit dem Boot befahrbar macht. Und dieses Gesamtprojekt teilt sich jetzt in weitere kleine Projekte. Ein Teil davon ist dieser generationenübergreifende Motorikpark, den wir jetzt hier im Murwald, im Urdorf schaffen, der dann bis Ende, Mitte nächsten Jahres dann umgesetzt werden soll. Es handelt sich um ein generationenübergreifendes Projekt. Das Naherholungsgebiet soll Menschen jeden Alters helfen, die Batterien aufzuladen. Neben Erholung und Bewegung soll auch die Naturverbundenheit gefördert werden.
Wir haben es auch geschafft, dass wir einen Waldhörsaal hier in den Murwald integrieren. Ziel ist es, für unsere Schulen in Judenburg, Kindergärten, Volksschulen, Mittelschulen und dergleichen, die Möglichkeit zu schaffen, hier wirklich mit dem Wald eins zu werden. Und vielleicht gelingt es uns, dass ein Tag in der Woche auch dem Wald zur Verfügung gestellt wird, dass im Wald unterrichtet wird. Der Murwald wird zu einem Kraftplatz für alle Judenburger und alle Gäste. Kürzlich sind bei der vierten Mur-Challenge Wassersportbegeisterte aus 8 Nationen angetreten und die Veranstaltung war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Wir haben nun die Eindrücke für Sie. Hunderte Wassersportbegeisterte haben die Mur-Challenge am 25. September zum Anlass genommen, ihr Können unter Beweis zu stellen. Unter dem Motto Paddle Your Battle sind Mur-Challenger aus über 8 Nationen bei der vierten Mur-Challenge gestartet. Der Start des 45 Kilometer Marathons war beim Campingplatz Murinsel in Großlobming und führte nach Leoben. Dort im Zielbereich konnten mehr als 100 Paddler mit ihren Wassersportgeräten gesichtet werden. Der jüngste Teilnehmer in diesem Jahr hat mit seinen 11 Jahren den Viertelmarathon absolviert. Der älteste Teilnehmer hat mit 75 Jahren den dritten Platz in der Marathon-Kategorie K2 gewonnen. Es war ein aufregendes Rennen und außergewöhnliche sportliche Meisterleistungen. Die Mur gewinnt durch die Mur-Challenge weiter an nationaler und internationaler Attraktivität für die beliebten Trendsportarten wie Stand-Up-Paddling, Kajak, Kanu oder Rafting. Die Mur ist bestens geeignet für Amateure und Wassersporteinsteiger als auch für Profis und bietet für die beliebten Trendsportarten genau die richtige Herausforderung. Die Mur-Challenge macht den Wassersport wieder attraktiver, sodass im nächsten Jahr die Teilnehmerzahl vielleicht wieder übertroffen wird. Ein Abschnitt der Knittelfelder Frauengasse wurde kürzlich saniert und nun auch offiziell eröffnet und gesegnet. Aus diesem Anlass gab es auch gleich einen Frühschoppen. Samstags um 9:30 in Knittelfeld. Da ist Zeit für Maroni. Ja, tatsächlich Maroni und noch andere Schmankerl wird es hier heute geben. Dieser Teil der Frauengasse, wo wir uns gerade befinden, wird nämlich heute offiziell neu eröffnet. Dieser ist saniert worden. Was alles genau gemacht worden ist, welche Schmankerl es heute gibt, das sehen Sie jetzt. Dass es da beim Frühshoppen einige Schmankerl gibt, das haben wir schon erwähnt. Lieber Sigi, du hast es organisiert. Was gibt es da heute wirklich was? Heute gibt es zum Beispiel natürlich einen Sturm, Kastanien, eine Kürbiscremesuppe, beste Weine natürlich und eine gute Musik. Die gute Musik, die hat schon angefangen. Welche Band ist denn das? Das ist die Quer-Umi, das ist von meiner Heimat, von Gleisdorf unten. Die spielen so irische Sachen ohne Verstärker, so Unterhaltungsmusik halt. Und wir stehen da jetzt in der neu sanierten Frauengasse. Wie gefällt es denn dir da? Na, jetzt gefällt es mir. Nach dem Bau, der Bauverlauf war natürlich nicht ohne. Der Lärm und der Staub und was. Und ich habe gesagt, das müsste man einmal feiern. Ne? Dass das, und die Leute gefällt der Platz sehr gut und das gehört einfach richtig gefeiert. Die offizielle Eröffnung, die findet jetzt gleich statt. Und zwar wird gleich das Band durchgeschnitten. Ungefähr 7000 Pflastersteine sind hier neu verlegt worden. Jetzt habe ich neben mir den Bürgermeister, lieber Harry. Das ist ja doch nicht das Einzige, was da neu ist, oder? Ja, eigentlich ist alles neu geworden in der Frauengasse. Das erste Stück zumindest. Wir haben jetzt den Innenstadtumbau geht weiter bei uns. Der Hauptplatz war der erste Schritt. Jetzt geht es sukzessive mit den Straßen weiter. Es ist natürlich alles neu gemacht worden. Die Wasserleitung, die ganzen Stromleitungen, Glasfaserkabel verlegt und natürlich mehr Platz geschaffen für die Fußgänger. Das ist uns ganz wichtig, dass wir eine Stadt zum Flanieren werden, dass die Leute Platz haben, wenn man mit einem Kinderwagen geht, dass man aneinander vorbeikommt. Die Gehsteige sind jetzt breiter. Es ist barrierefrei. Ich glaube, es ist schön geworden. Es ist mehr Platz, es ist offener und es gefällt mir sehr gut. Heute Samstag am Vormittag ist die offizielle Eröffnung. Da ist ein Frühschoppen genau das Richtige dafür, oder?
Ja, ich glaube, das Wetter wird auch schön heute. Der Wald ist noch ein bisschen neblig, aber die Leute kommen schon. Ja, man muss das auch gebührend feiern. Es ist wieder Leben in der Stadt, es tut sich was und das passt so, glaube ich. Erwin habe ich jetzt bei mir. Erwin, du bist Baustadtrat hier in Knittelfeld. Kannst du uns ein bisschen genauer erzählen, was hat sich da jetzt alles getan und was wird sich vielleicht noch tun? Ja, grundsätzlich war ja einmal der Plan, den Hauptplatz umzubauen. Das haben wir ja geschafft. Wir wollten dann gleich drauf die Herrengasse bzw. Frauengasse umbauen. Die Geschäftsleute haben uns dann gebeten, ein bisschen ruhig zu sein, weil das ist ja doch eine Behinderung und eine Geschäftseinbuße. Wir haben dann zugewartet, dann hat uns die Pandemie erwischt und so haben wir jetzt erst das zweite Teilstück Frauengasse ausbauen können. Ich glaube, es ist gelungen, es war eine Challenge, eine richtige, wenn man im Hintergrund sieht, das City-Kaufhaus wird umgebaut. Die Straße wurde erneuert, also das war ein großer Auftrag für uns. Aber heute haben wir Eröffnung und heute feiern wir. Der neue, wirklich schön gewordene Abschnitt, der wurde jetzt offiziell eröffnet und gesegnet. Und jetzt dürfen wir gespannt sein, was uns in Knittelfeld noch alles erwartet. Für heute war es das von uns. Wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Hab ich seit ihr geschlafen und es mehr als wie zuvor. Viele Wochen sind seither verstrichen. Unser nächster Bericht führt uns in den Oberweger Stadel. Dort hat nämlich ein Netzwerktreffen stattgefunden und das zu einem sehr ernsten Thema, nämlich existenzielle Not in Judenburg. Existenzielle Not in Judenburg. Die gibt es, so wie auch überall anders. Die Unterstützung der in Not geratenen Menschen funktioniert schneller und leichter, wenn die Organisationen, die genau diese Unterstützung bieten können, zusammenarbeiten. Damit sich diese besser kennenlernen, hat es vor kurzem im Oberweger Stadel ein Netzwerktreffen gegeben. Eingeladen hat die Beratungsstelle der Stadtgemeinde Judenburg, die ÖNÖRS und die Caritas Obersteiermark-West. In erster Linie geht es hier um existenzielle Not. Ja. Es betrifft einfach die gesamte Bevölkerung einfach in Judenburg, auch im Themenbereich Schwerpunkt, wo man sagt, in der professionellen Vernetzung ja, betrifft es dieses Thema auch alle Akteure. Ja. Sei es aus unserem Gesundheits- und Sozialnetzwerk, ja, sei es betrifft es Ärzte, betrifft es quasi Gesundheits- und Krankenpfleger, aber auch jede Person, mehr oder weniger, die ein Unternehmen zu tun hat, die was alltäglich mit Menschen zu tun haben. Ja. Und hier ist heute schon der Fokus, dieses Thema als Fokus zu setzen. Wir von der Caritas kümmern uns da einfach auch um Menschen, die in irgendwelcher Form mit existenzieller Not konfrontiert sind. Mein Thema ist vor allem die versteckte und verschämte Armut. Also wir nehmen Armut viel zu wenig wahr und wir brauchen ein Netzwerk, um einfach die Menschen zu motivieren, dass sie sich bei uns melden. Wer kann in die Beratungsstelle kommen? Grundsätzlich ist es gedacht für Mieter von Gemeindewohnungen, aber mittlerweile hat sich das Ganze so entwickelt, dass auch Mieter von anderen, von anderen Seiten her zu mir kommen, wenn es Schwierigkeiten gibt. Und der erste Indikator ist eben für mich der Mietrückstand, wo ich dann sehe, okay, da sollte man was tun, da kann ich helfen und das versuche ich. Gestartet wurde mit Vorträgen, um alle Anwesenden in das Thema der existenziellen Not in Judenburg einzuführen.
Welche Nöte gibt es überhaupt? Wie wird zurzeit geholfen? Wie kann man Hilfeleistungen transparenter machen? Und wie kann man die Not der Menschen besser wahrnehmen? Das waren die zentralen Fragen, die am Netzwerkabend gestellt und im Anschluss auch miteinander besprochen wurden. In unserem nächsten Bericht, da dreht sich alles um betreutes Wohnen. Wir sind nämlich im Haus Barbara in Vonsdorf zu Gast und verschaffen uns einen Überblick. Seit dem Jahr 2010 bietet das Haus Barbara für Seniorinnen und Senioren ein neues Zuhause. Auf Basis des betreuten Wohnen gibt es hier 16 Seniorenwohnungen mit 42 bzw. 60 Quadratmetern Wohnfläche, die alle über einen eigenen Balkon oder Terrasse verfügen. Jeder Wohneinheit, die natürlich barrierefrei ist, stehen auch ein Abstellplatz und ein eigenes Kellerabteil sowie ein behindertengerechter Lift in der Anlage zur Verfügung. Der Dienst des betreuten Wohnens beinhaltet neben allen Informationen Beratung und Unterstützung bei organisatorischen Angelegenheiten natürlich auch die Organisation von Begleitdiensten, von Essensdiensten, ärztlicher Hilfe, die Unterstützung bei der Beschaffung von Heimbehelfen, Aktivierung und Mobilisierung sowie ein 24-Stunden-Notruf. Besonders groß geschrieben wird im Haus Barbara auch ein harmonisches Miteinander bei gemeinsamen Aktivitäten, wie zum Beispiel einer Grillfeier mit zünftiger Musik. Die Bewohner fühlen sich hier sehr wohl und haben ein neues Zuhause gefunden. Mein Mann ist gestorben und dann war ich gezwungen, irgendwo hin zum Ausziehen. Und das ist genau, gelegentlich ist mir das gekommen. Das ist genau gekommen, so wie es passt hat. Ich bin jetzt zuerst in Zürich gewesen bei meinem Sohn und bei der Schwiegertochter. Und die Kinder haben mir gedacht, die Oberenkel brauchen da mal mein Zimmer. Und da haben wir gedacht, da ziehe ich dich. Und sag, ich bin bereit, da Herz und Herz ziehen. Ja, du kannst auch so ins Büro reingehen, da sind so die Damen, die helfen da immer. Ich bin wirklich da daheim. Auch die zentrale Lage in unmittelbarer Umgebung zu Supermärkten, dem Ärztezentrum Vonsdorf, aber auch dem Hauptplatz und Ortskern wird von allen geschätzt. Weil damit können die Bewohnerinnen und Bewohner jederzeit in Ort gehen. Sie können jederzeit den Arzt besuchen, ohne auf ständige Hilfe angewiesen zu sein. Und sie können ja einkaufen gehen, Friedhof gehen, alle die Dinge, die eben ein älterer Mensch gerne macht und der eben für ihn sehr wichtig ist. Alle Infos dazu gibt's unter www.is-agentur.com. Natur, Sport, Veranstaltungen, Kunst, Gesellschaft, Imagefilme oder Werbespots. Wir halten Ihre Lieblingsmomente fest. Wir transportieren nicht nur Bilder, sondern auch Emotionen, um die schönsten, spannendsten und interessantesten Momente immer wieder zu erleben. Ein junges, passioniertes Team, kreative Konzepte, technisches Know-how und viel Liebe zum Detail. Das ist Kanal 3, unser steirisches Fernsehen. Weiter geht's jetzt mit unserem Treffpunkt Kurznews, da erfahren Sie auch wieder, was sich in der Region getan hat. Die folgenden Kurznews widmet Ihnen die Firma Swidelsky, Bauleitung Murtal. Beim Red Bull Flugtag 2021 haben die Lehrlingsüberflieger der Zellstoff Pölz den Nachhaltigkeitspreis bekommen. Jede Crew, bestehend aus einem Piloten und drei Crewmitgliedern, hatte 30 Sekunden Zeit, sich und ihr Fluggerät zu präsentieren. Das Pölzer Lehrlingsteam ist mit dem 109 Kilogramm schweren Flying Reno auf 7 Meter Weite gesegelt. Als Baumaterialien sind ausschließlich Holz und Papier verwendet worden.
Seit mehr als 30 Jahren ist der Bauernmarkt eine fixe Institution in der Leobner Innenstadt, um die Bevölkerung mit frischen, regionalen Produkten zu versorgen. Corona-bedingt haben die Abstände zwischen den einzelnen Marktständen vergrößert werden müssen. Dadurch ist der Kirchplatz zu klein geworden. Der Bauernmarkt erstreckt sich nunmehr von der Timmersdorfer Gasse über den Kirchplatz, die Straußgasse bis zur Humanngasse. Das war auch schon unsere aktuelle Ausgabe von Treffpunkt Murtal. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen, wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.